muss noch über eine Situation reden, die ja geschehen ist. Jetzt im Herbst war das. Ich hatte eine ganz starke Verbindung zu den Wesen um mich herum, zu den Geistern. Und einer war ganz stark eine Verbindung. Also mir sind auch die ganzen Männer begegnet, die ich kenne und die ich mal verliebt war, wenn ich rausgegangen bin. Das war dann ganz komisch. Also das war eine Verbindung zu einem Geist, mit dem ich früher als Kind zusammen gespielt habe. Ich weiß jetzt auch, wer das ist. Und der hat sich mir eben ganz arg gezeigt. Das war ein Junge von hier, der gestorben ist. Er hätte sich angeblich das Leben genommen, was nicht stimmt. Er wurde umgebracht. Und wäre er nicht umgebracht worden, also wir haben ein, zweimal miteinander gespielt gehabt, dann wäre er mein richtiger Mann geworden. Und deswegen habe ich auch nie einen Mann gehabt, weil er hat mich dann auch die ganze Kindheit über begleitet und mein ganzes Leben bis jetzt. Und das hat sich eben durch meine Energie rauskristallisiert jetzt, durch diese Stärke, die ich entwickelt habe. Und der hat sich mir dann gezeigt, nachdem das alles geklärt ist, indem er mir alle Begegnungen gegeben hat, die ich in meinem Leben hatte mit männlichen Wesen, in die ich verliebt war. Einfach vor die Nase gestellt da. Das war ich hier, das war ich da, das war ich, die noch leben. Und die haben mich immer so angeguckt nur und sind dann weitergelaufen. Wir immer uns nur so angeguckt und dann weitergelaufen. Und dann war das so stark, dass ich also mit ihm mich unterhalten habe und er die ganze Zeit da war. Und ich mich aber absolut von ihm habe leiten lassen. So wie eine Frau von ihrem Ehemann, so kann man sagen. Und dann habe ich eines Abends, liege ich im Bett und denke, ach, guck mal, wie schön die Beleuchtung ist von den Autos, die unten stehen müssen, weil da eine Ampel war, die jetzt nicht mehr ist. Und auf einmal leuchtet es zweimal auf, dit, dit, und macht die, düt, und ich so, nee. Das ist mir jetzt zu viel. Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe gedacht, das stimmt die ganze Zeit gar nicht. Und das sind wirklich die Menschen, die mich verarschen. Das war zu viel. Ich denke, oh, guck mal, wie schön die Autolichter hier reinleuchten. Was für ein schönes Licht das macht. Und in dem Moment leuchtet es düt, düt, zweimal auf, Lichthupe und du dut. Hupe noch dazu, zweimal. Ich war so, ihr wollt mich doch verarschen. Und dann wurde ich so richtig so, ich habe mich so verarscht gefühlt, dass ich gedacht habe, das ist gar kein Geist. Das kann gar nicht sein. Das alles, was passiert ist, lauter solche Sachen, habe ich gesagt, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch auf den falschen Weg bringen. Und dann habe ich ihn weggeschickt. Und dann habe ich mich absolut mit den Engeln in Verbindung gesetzt, dass die mir helfen. Und die haben mir dann gesagt, dass er ein Schutzengel für mich ist. Aber es war mir zu viel, was er mir gezeigt hat. Da kann man sehen, was sie können, aber nicht tun, um uns nicht verrückt zu machen, damit wir an die Geister glauben, weil sie können mehr wie die Menschen tun auf Erden. Müsste reichen.